Gurgel könnte ich auch mal aufziehen. Ja, theoretisch könnte ich die Gurgel mal aufziehen. Da kann ich aber ablösen. Du könntest ja schon theoretisch vorne sein, im Fahrtkorb. Das kenne ich theoretisch auch, aber ich überlege gerade, ob ich mich vielleicht echt noch mal ein bisschen erleichtern tue, um ein paar Milliliter. Du hast das Gewicht drin, macht dich schneller. Stimmt. Stimmt, das bringt den Schwerpunkt ein bisschen weiter nach unten. Also ich finde unsere Gespräche von Mal zu Mal sehr bildungsreich. Sehr, sehr bildungsreich. Okay. Ich glaube, ich brauche definitiv ein bisschen mehr Luft im Vorderrad. Ah ja, okay, ich bin falsch rumgefahren. Ich merke gerade, ich hätte links rumgesollt. Ja, so seitlich vorbei geht. Scheiße, wenn man es halt noch erkennt. Oh, geht zuppel. Ich dachte extra links rum, weil du landest voll im Flat. Ja, das wäre mit meinem bisschen wenig Luftdruck. Aber ich glaube, ich muss von der Luft reinmachen. Das fühlt sich etwas schwammig an. Probieren wir es mal. Aha, rot und blau. Dezent staubig und dezent die Kurve verrallt. Abzweig verrafft.
Radfahrerprotektor. Alles gut? Ja. Jawohl. Das ist die Angst von der Lampe. Genau, nee, automatisch genau. Rüber. Jawohl. Yay! Yay! Och du Scheiße! Ach, das Schräge dabei! Das ist schon scheiße, wenn man eine kleine Gang benutzen kann. Wäre mit den Anliegern nicht warm. Ach, verdammt. Schon wieder verpasst. Ich hab schon wieder die Abzweigung verpasst. Da ist vorhin schon fast versaut. Boah!
Ja. Ach. Ich muss definitiv die Wegführung lernen. Alter. Oh, der ging auf die Felge. Juhu. Ja, das hat ja vom Speed-Timing fast gepasst. Ach so, ja, okay. Ich glaube, hier alles in Overweight auch ausgeschickt. Brutal. Ich meine, ich kenne es ja nicht, wie es aussieht, aber brutal.